Interessant ist, dass Margarete Stonebauer-Wittgenstein in einem architektonischen Umfeld gezeichnet, das nicht genau zu erläutern ist. Also man weiß nicht genau, wo steht sie eigentlich? Wo fängt die Wand an? Was ist Ornament? So wird immer wieder kolportiert, dass sie nicht ganz einverstanden gewesen ist mit dem Porträt. Denn im Grunde genommen steht auch das Ornament im Vordergrund. Mit diesen Porträts schafft Klimt einen neuen Porträttypus, in dem alle Details miteinander korrespondieren und erst ein Bild Ganzes hervorbringen. Karl Wittgenstein wollte ein Porträt seiner Tochter von einem der modernsten Maler seiner Zeit. Wenn er ein gutes, ein realitätsnahes Porträt seiner Tochter hätte haben wollen, hätte er einen Fotografen bestellt.